Beste an meinem Job ist eigentlich die Vielfältigkeit, die halt die Polizei an sich bietet. Natürlich auch das Bootfahren, das Draußensein, das macht einfach Spaß. Mein Name ist Sabrina Hiller. Ich bin 33 Jahre alt, Polizeioberkommissarin, jetzt seit 3 Jahren hier bei der Wasserschutzpolizei in Köln. Grundsätzlich sind wir halt für die Schifffahrt auf dem Rhein zuständig, machen Schiffskontrollen jeglicher Art, sei es Tankschiffskontrollen, ganz normale Güter- und Containerschiffe, Sportboote. Aber natürlich haben wir auch andere Einsatzlagen, wie zum Beispiel Veranstaltungen, sei es Kölner Lichter, Rhein in Flammen. Hier im Stadtgebiet hat man auch immer schon mal wieder irgendwelche Brückenspringer, wo wir angefordert werden, Personen im Rhein, Schwimmer im Rhein, die es vielleicht noch nicht mehr rausschaffen. Das ist halt so ein breites Spektrum, mit dem wir jeden Tag hier zu tun haben. Tatsächlich hatte ich das am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, die Wasserschutzpolizei, aber wie gesagt, hat sich die Möglichkeit dann irgendwann ergeben und ich habe einfach die Chance genutzt, mich beworben und bin dann hier gelandet. Man muss auf jeden Fall ausgebildeter Polizeibeamter sein. Man muss auch seine Mindestverwendung von 4 Jahren erstmal an Land versehen und erst danach kann man sich dann auf eine Stelle bewerben. Bei der Wasserschutzpolizei lernt man eigentlich nochmal eine komplett neue Berufsausbildung. Also man muss auf jeden Fall die Motivation mitbringen, sich auch nochmal mit komplett neuen Themenkomplexen auseinanderzusetzen. Technisches Verständnis wäre von Vorteil, da wir halt auch viel an den Booten und an den Maschinen selber machen. Also die Maschinen werden von uns selber gewartet. Die Ausbildung dauert, bis man tatsächlich alles abgeschlossen hat, circa 4 Jahre. Das klingt jetzt erstmal nach einer langen Zeit, aber die Ausbildung an sich läuft eigentlich während dem ganz normalen Bootsstreifendienst täglich an Bord ab. Das heißt, also die Kollegen bringen einem halt auch viel bei, während man halt rausfährt, mit dem Boot unterwegs ist. Zur Vorbereitung ist, wie gesagt, halt immer wichtig, dass man vielleicht auch vorbeikommt, auch mal bei uns hospitiert, eine Woche mitfährt. Da bekommt man schon viele Informationen und auch vieles, was einem dann vielleicht beim späteren Auswahlverfahren dann weiterhilft. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn es ist einfach ein toller Job hier bei der Wasserschutzpolizei. Viele Wege. Ein Ziel. Polizei NRW.